So, moin, liebe Freunde der gepflegten Programmierung. Gerade schaue ich mir die Spannungsverläufe an, hier in der Programmierung. Und siehe da, ich hatte ja letzte Woche in der einen Biogasanlage die Loxone installiert mit einem grünen und einem gelben Messkoffer. Hier haben wir die Loxone-App installiert. Die Loxone ist hier installiert. So, guckst du hier? Direkt am Switch, wo das Internet langläuft, am Schrank der Biogasanlage, erfassen wir Strom, Spannung, Netzfrequenz, Leistung mit schnellen Abfragen mit unserem Kommunikationsmodul. Und diese überwachen wir hier eben in der Datenbank. Und jetzt kommen wir zu den ersten Ergebnissen schon nach einer Woche. Und gerade kontrolliere ich einmal den Spannungsverlauf hier. Guck dir das mal an hier. Gucke ich mal zu den Spannungen da. Hier, Zeitverlauf, gucke ich mir die Spannung an. Und was muss ich da leider feststellen? Sie ist überhaupt nicht konstant. Hier im Netz der EWE. Nicht konstant in meinem Analyse-Tool. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, nehme ich doch die Spannung wieder in die Loxone-App rein, wollte ich eigentlich nicht. Aber damit sind wir dann in der Lage, gemeinsam mit den Biogasanlagen ein ganz scharfes Auge auf den Verlauf der Netzspannung zu legen. Natürlich auch dann die Unsymmetrie. Und deswegen habe ich sie hier mit reingenommen. Und die Besitzer der Loxone-App, die Loxone in der Biogasanlage haben, können dann mit uns gemeinsam ein scharfes Auge drauf werfen. Das wird dann so aussehen wie hier. Das nicht, sondern wie hier. Guck mal hier. Hier habe ich jetzt die drei Leiter-Leiter-Spannungen drin, also zwischen den Phasen. Hier als Favorit. Und das ordne ich der Kategorie Netzbetreiber zu. Und hier siehst du die Wechselspannung. Da siehst du sie. Diese drei sind jetzt aktiv, dieses hier ist nicht aktiv, noch nicht, ist auch im Kommen. Erstmal überwachen wir jetzt hier die Spannung und schauen uns die Verläufe an und wehe, da sind starke Spannungseinbrüche. Siehst du, der Wert hat sich eben geändert. Dann haben wir sofort eine schöne Dokumentation über die Netzqualität, denn das zeichnen wir ganz hochauflösend auf mit Netzanalyse-Messgeräten. Nicht alle 15 Minuten Mittelwert, sondern alle 5 Sekunden Mittelwert. Viel Spaß weiterhin.